Du bist unsere Lebensversicherung gegen Blinky. Hier ist jetzt übrigens plötzlich frei. Irgendjemand muss ja hier sein. Hier vorne ist immer noch Endloch. Oder wieder Endloch. Was wieder zurückerobert werden will. Das hat weiß ich ja gerne. Eieieiei. Was ein Hin und Her hier. Eine Menge. Das Ding ist schon komplett ausgebaut, verteidigungstechnisch. Das Ding hier auch. Ist nur noch die Frage, wo unser Gegner eigentlich hin will. Kirmes-Lahm-Arsch, gehen wir wieder zurück. Du bist auf Titanhol-Pflicht, aber momentan gibt es hier keine. Mann, eine bunte Truppe hier. Moral? Ach, nur schlecht. Ich dachte, sie wäre schlechter. Schlechter als schlecht. So. Großartig. Einfach nur großartig. Ob wir eine Chance gegen Roxanne außerhalb der Mauern haben, ist sehr fragwürdig. Gibt hier noch Goblins zu rekrutieren. Ach, Roxanne konnte Kettenblitz, ne? Ne, Moment. Konnte Roxanne Kettenblitz? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir gucken uns Roxanne mal an. Okay, Roxanne konnte Kettenblitz. Und unsere gesamte Armee ist einfach tot. Okay, dann können wir uns nicht mit Roxanne anlegen. Leg dich nicht mit Roxanne an. Okay, mein Dude, dann dein Menschen gate dich doch einfach mal da raus. Hier gibt es sogar sinnvolle Dinge einzusammeln. Können, wollen wir uns mit denen anlegen? Ich meine, das ist nicht Roxanne, aber ein guter Gegner sind die Viecher ja auch nicht unbedingt. Aber deutlich besiegbarer. Friss Steine! Das war effektiv. Zum Klob an die Front. Zwerge an der Front. Gib denen doch noch hohe Moral. Das haben diese Gegner, die nicht mal einen Helden hinter sich stehen haben, gebraucht. Hohe Moral. Did. Ja, ist ja gut, ich lasse das. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Spiel mag aber auch nichts gönnen. Aber die Goblins nehme ich mit. So, dann Dimension gelten wir hier wieder raus. Da gibt es Schätze für uns. Ich habe immer noch. Tja. Springen wir mal hier vorne in die Wüste. Ah, ein Zauberbrunnen. Perfekt.
Okay, welch ein Krieg hier. Dass wir da gleich auch noch die Minen verlieren werden, ist besonders ärgerlich. Ich hätte auch zu gerne diese Mine da zurück, aber ich habe gerade keine Möglichkeit dahin zu gehen, weil Blinky da ist. Kommt noch mehr Helden. Da geht unsere Mine dahin. 9 schwarze Drachen. Na hey. Ripperoo. Zum Thema Blinky. Okay, dann gehen wir wohl mal ein paar Helden ausrotten. Ich würde zwar eigentlich viel lieber weitergehen und noch ein paar mehr Schlösser einnehmen, aber die nehmen uns ja alles wieder weg, die Säcke. Wahrscheinlich war das ein Schritt effektiver, ist schwer zu sagen. So, Blitzstrahlsalve. Wir sind jetzt hart am Limit mit unserem Helden. Drecksack. Einen Moment. Einen Moment. Das ist ja noch nie passiert. Schompadampompom. Dead! Kommt sie doch bestimmt wieder nicht ran. Die Tante, ey. Okay. Wir speichern vorher sicherheitshalber auf 05, weil warum nicht? Dann. Ich wünschte, ich könnte die Karte einfach runterscrollen und dann weiter Dimension gaten. Hier. Scroll mal hier hin mit der Karte und dann Dimension gate einfach mal darunter. Oh. Mein Trick hat nicht funktioniert. Ich bin so überrascht. Upsa. Das war nicht geplant. Ich schwöre, ich wollte nicht meinen tollen Trick nochmal anwenden. So, Attacke. Flump. Flump. Blitzstrahlseite. Damn it! Er hat auch nicht mehr Items, der Kerl. Nevertheless, damn it! Vergessen, dass es auch auf unsere eigenen Leute überspringt. Wir sind so stark, dass wir unsere Kreuzritter damit sogar killen. Nicht, dass Kreuzritter viel aushalten, sind Kreuzritter. Ich krieg zu viel, ich krieg die Krise. Die Mission dauert locker 6 Stunden, wenn wir hier fertig sind, wenn nicht länger. Ich glaub, ein Dimension Gate hier ist sinnvoller. Für unsere Schrittes. Kill doch einfach die Goblos. Den Ketten blitzen wir dadurch. Dann killen wir hier einfach so viel besser. Dann townporteln wir darüber. Da steht nämlich noch so ein Sack. Namens Rialdo. Da dum dum dum. Jo, wunderschön. Dann jagen wir da eine Blitzstrahlsalve durch. Er auch. Und er flüchtet. Das sind immer die größten Arschlöcher, die halt eine Blitzstrahlsalve wirken und dann flüchten.
Ich wünsche, wir könnten neue Kreuzritter sowas dazu holen. Okay, aber damit ist die Gefahr von den Helden hier zumindest erstmal gebannt. Dann wirst du uns hier mal das ganze Zeug einnehmen. Wunderschön. Blink mal hier hoch. Kannst du zumindest noch ein paar sinnvolle Sachen für uns machen. Oh, hi. Viele. Okay, dann blinken wir wieder zurück zum Brunnen. Kennen wir das Gebiet jetzt auch hier? Wäre ja sinnvoll gewesen, sich da durchzukämpfen, um hier ins Barbarengebiet reinzulaufen. Da hätte ich mich aber sehr geärgert. Welchen Tag haben wir eigentlich? Tag 6. Ich habe das Gefühl, diese Woche geht schon ewig, aber... ja, ich weiß, wo vor uns liegt. Wo ist Blinky eigentlich? Läuft er da vorne jetzt im Kreis oder hat er sich irgendwie durch die Berge geblinkt und ist jetzt hier oben irgendwo unterwegs? Diese Menge Luftwesen, das ist natürlich kacke, ne? Keine Ahnung, ob unsere Armee dafür reicht. Ich würde zu gerne endlich mal diesen Lachturm davon aktivieren, damit wir mal die Umgebung hier kennen. Theoretisch können wir natürlich auch rumblinken, wie wir wollen. Ja. Okay. Nicht mal Einheiten dabei. Dun, dun, dun. Aufgespalten. Okay. Das macht sie dann gleich. Aha. I spy with my little Wachturm. Something that begins with Gegner. Oh, Herr Blinky! The return of Blinky. Blinky hat scheinbar gerochen, dass ich aus dem Schloss rausgegangen bin. Ja, sorry, Blinky, das geht nicht. Kann man nicht machen. Wenn Blinky returns, dann brauchen wir einen Turm. Oh, Blinky. Du brauchst hier... Nein, nein, nein. Du brauchst hier noch einen extra Schritt zum Brunnen. Dann gibt es hier unten noch schöne Schätze. Oh, kommen wir aber nicht dran. Eine Menge Ranger, viele Ranger. Überall Ranger. Okay, dann ist es jetzt aber wirklich Zeit, hier unten mal in die Stadt zurückzukehren. Ich habe gerade das Pferd gesehen. Da. Wer sind für Zelt überhaupt? Steht hier drin rum? Das ist echt unnützlich. Leider. Wenn die hier nicht überall Wachen hingestellt hätten, ne? Wäre schon besser für uns. Okay, Mr. Roland. Speichern wir eine Runde auf Rush, denn wir rushen jetzt da oben das andere Schloss von den Undoden.
Ich wünsch a guter. Der hat ja sowieso nichts, okay. Das ist ja Auto-Win hier. Will ich noch nicht mal eine Blitzstrahlsalve reinmachen, dann nehmen wir ja mehr Schaden von. Hau mal Holy Word. Allgemeines RIP. Wisst ihr, was mich freuen würde? Diese magischen Worte, Spieler wurde besiegt. Das wird nie passieren. Wir können hier ein Lab bauen. Hier gibt's eins. Hier gibt's bestimmt auch eins. Dann sollten wir das wohl tun, was? Das wäre für die Zukunft eine sinnvolle Investition. Wir investieren in Knochendrachen-Stocks. Okay, die Frage ist wieder einmal. Nachdem wir gerusht haben, warten wir hier auf die nächste Runde oder gibt's noch ein Schloss in Reichweite? Dies und mehr erfahren Sie nach dem Blinken. What the? Dass das überhaupt ein legitimer Spot zum Blinken war, überrascht mich. Ja, ungünstig. Gar nicht so weit weg, das könnte man schaffen. Vielleicht. Schauen wir mal. Neu. Ich habe scheinbar auf Rush gespeichert. Habe ich auf Rush gespeichert? Habe ich nicht auf Neu gespeichert? Ich hätte schwören können, ich habe auf Neu gespeichert. Ich habe tatsächlich auf Rush gespeichert. Okay. Komm an den Kartenrand. Ja. Schaffen sie hier in das Schloss rein, ne? Was dann wiederum eher schade ist. Mal Greifvögel töten. Theoretisch hatten wir ja noch 30 Zauberpunkte. Damit könnten wir in den nächsten. Ach halt, Moment. Nein, wir haben keinen Schritt. Okay, Roland, mach das nochmal. Dimension Gate mal. Dimension Gate mal hier hin. Dann Dimension Gate. Ich verstehe diese Funktionsweise auch ehrlich nicht. Das Pixel Hunting hier. Wie beim Point-and-Click-Adventure. Okay, das hier scheint der äußerste Spot zu sein. Kann ich nichts dran ändern. Jetzt ist also, kann ich nichts dran ändern.
Okay, aber dann lösen wir diesen Kampf jetzt hier. Ohne Casting. Lockshot! Did. So. Hier gibt es nicht mal einen schwarzen Turm. Das war ein bisschen traurig. Okay. Darf sich noch jemand bewegen diese Runde? Nicht wirklich. Blinky rennt da vorne rum. Beharren der Dinge, die da kommen. Wollen wir noch was bauen? Nö, haben wir so gut wie keine Mats, wir haben kein Eisenerz und nix. Hier warten wir auf Knochendrachen. Gibt's hier irgendwas, was nicht gebaut ist? Ich kann es mir kaum vorstellen. Vielleicht in der Stadt, wo der... Ah, haben wir eh schon das... Nein. Okay. Wollen wir gegebenenfalls hier einen Helden anheuern? Er könnte jetzt momentan sowieso nicht was, weil Roland da steht. So, da vorne wird's jetzt langsam gefährlich. Die kommen langsam gefährlich nah an unsere Ursprungsschlösser. Wenn ich das hier sehe, krieg ich Hass. Viele wenige, wenige. Nächste Runde spawnen, yay! Geh mal Liches töten. Come on, Blitz. Fucking lame. Okay, mit Vespa müssen wir halt aufpassen. Zompf? Wir haben nur drei Gates. Die reichen müssen, um zu einem Schloss zu kommen. Wir folgen dieser Straße hier. Straßenfolgen klingt nützlich, oder? Aha! Stehen schwarze Drachen drin. Drei Stück sogar. Gucken, ob wir hier die Ehre kriegen, schwarze Drachen unserer Armee hinzuzufügen. I feel cursed. Noch eine Option. Lockshot! Und dann haben wir da noch so ein paar Bogenschützen. Das hat Glück. Sicher doch. So, wir brauchen dringend hier neue MP. Ja, wir können Luftwesenwache jetzt. Maslow, hier gibt es auch Dimension Gates. Es gibt keine anderen Level 5 Zauber außer Dimension Gates. Oho! Was ist das? Da hat jemand seine schwarzen Drachen noch nicht rekrutiert. Ja, stimmt, heute ist ja Tag 1. Ja. Gerne doch. Rocks sind ja schön, schwarze Drachen finde ich noch besser. Wir können ja auch noch die eine Runde, glaube ich, abwarten, bevor wir die rekrutieren. So, du bist hier zum Titan anheuern. Roxanne!
Du sollst nicht so viele Kettenblitze schmeißen. Roxanne. Jetzt bauen wir hier mal eine Armee auf. Sorry, Mr. Rock. Ich hätte gern lieber die Moral von der Geschichte. Wer hätte gedacht, dass wir das wirklich brauchen würden? So, bauen wir uns hier Titanen. Jesus friggin' Christ. Ein Chaos. Okay, also wir nehmen maximal zwei Fraktionen mit und ich schätze, das sind diese beiden Fraktionen. Mr. Dritter Ritter. Du hast. Doch, du hast. Lass die mal hier. Du nimmst den restlichen Krimskrams mit. Schießt in den Weg. Sorry, Gox. Ist weg. Ist hier noch irgendwas, was wir tun können mit dieser kleinen Armee hier? Ah, dafür ist die Armee wirklich zu klein. Söldnerlager, nicht besucht. Oh! Plus ein Angriff. Ich habe das die ganze Zeit für dieses Ding gehalten, wo man Banditen anheuert. Okay, dann holen wir uns hier noch einen Rock. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier gerade eben Rock entlassen habe und jetzt einen neuen Rock gekauft habe, deswegen war ich kurz stumm. Aber ich habe den Rock tatsächlich woanders entlassen. Also never mind.